Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was machen Sachen? Heute haben wir zwei wunderbare Gäste dabei, die uns tatkräftig unterstützen wollen. Und sie sind es wirklich. Sie heißen nicht nur so. Sie sind es wirklich. Wir haben wirklich Hani und Janni, the Originals hier, the Official. Wir sind Hani und Janni. Auf Amadeus und Sabrani. Wir haben euch ja schon ein paar Mal angeteasert. Vom Soundboard gerade eingespielt. Ja, ein paar. Wir haben einfach, genau, Sammy, wir haben einfach aus deren YouTube-Videos so ein paar Sachen rausgeschnitten, die wir jetzt einfach so auf Knopfdruck abspielen. Dass die und so random lassen wir hier irgendwelche Leute rumlaufen. Wir haben den beiden gesagt, wir machen Holz. Hannes hat sich auch dementsprechend schon mal angezogen. Safety first. Wir haben es ja schon ein paar Mal angeteasert. Ich glaube, einige Leute haben nicht mehr dran geglaubt, dass wir tatsächlich noch die Holzfolge mit den beiden machen, aber sie sind tatsächlich hier. Ich und mein Holz. Ja. Geschafft. Für alle, die es interessiert, ist es heute Mittwoch 22.48 Uhr. Also keine Mühen und keine Wehwehchen gespart. Jan ist müde, ich bin müde, Hannes ist, glaube ich, auch müde. Wir sind alle müde, aber wir wollen loslegen. Ich habe Bock drauf. Wir machen ganz kurz ein Roundup vom Hof, damit die beiden wissen, was wir hier überhaupt machen. Lisa, du darfst. Genau, auf der Rehbach. Wir sind tatsächlich auch schon auf unserem Main-Hof. Wir machen nämlich in Schafe. Das ist unser Schafhof hier. Was hast du gerade gesagt, Hannes? Auf der Rehbach halten wir das Rehbach. Ja, genau, hier haben wir unsere Schafe, unsere Lämpchen, alle laufen hier rum. Ich finde das schön, dass ihr alle Farben hier habt. Also das helle und dunkle und kleine und große. Also wir sind hier nicht so. Wir sind hier offen für alle Schafe. Der Stall ist ein bisschen überbelegt schon. Ist es so, hattet ihr eigentlich Probleme gegenüber dem Veterinär? Weil ja, ich sag mal so, ihr seid ja schon mal baden gegangen mit einer Pferdefarm. Nee, deswegen haben wir abgehauen. Die wissen davon nichts, deswegen sind wir ja abgehauen. Hier, und da weiß der eine von dem anderen nichts. Die Behörden arbeiten nicht miteinander. Heute geritten, morgen fritten. Genau, den Pferdehof auf dem Community-Server haben wir leider zugrunde gewirtschaftet. Aber hier machen wir alles besser. Deswegen brauchen wir auch, genau einen zweiten Schafstall, denn wir haben hier mittlerweile fast eine Überbelegung. Und wir gehen jetzt gleich nochmal zu unserem zweiten Sitz quasi. Und da soll nämlich der Schafstall hin, damit wir nämlich auch mal ein bisschen hin und her schieben können. Aber was halt total cool ist, also hier kommt jetzt immer die Wolle her. Hier ist der Spawnpunkt. Was ist denn hier passiert? Und dann haben wir hier... Wer war das denn? Nicht gucken, ich weiß auch nicht. Irgendwer war das hier. Angeblich. So steht er doch gut. Da kannst du ranfahren, Sippi. Vorne zwei, hinten drei. Wir kommen jetzt aber nicht mehr durch, ne? Dann gehen wir hier hinten rum. Ja, immer außen rum. Genau, haben wir hier immer unsere kleine Lagerhalle mit unserer kleinen Technik. Also wir erwirtschaften uns alles selbst. Keine Kredite oder sonst irgendwie was. Also wir machen sehr viele Aufträge und sonst irgendwie. Und hier hinten ist tatsächlich auch gleich die... Damit könnt ihr euch so einen riesen Ladewagen leisten? Der war im Angebot. Tatsächlich. Und hier haben wir nämlich direkt unsere Spinnerei. Also wir können direkt die Wolle hier in unsere Spinnerei und da kommt Kleidung raus, die wir dann verkaufen können. Verkauft ihr auch Fleisch? Noch nicht. Nee. Kommt so ein Lamm noch. Würden wir fühlen, ne, Janni? Ja, so ein Lamm, ja, aber nicht so einen alten Gockel da. Das Nein, das Lamm muss, so wie sagt Seppi, direkt aus dem Uterus gezogen werden. Ja. Aktuell haben wir zwei Felder Grünland, mit denen wir da quasi die Schafe füttern. Genau. Und wir haben hier hinten das Stück Land, hier haben wir alles gekauft. Das gehört aber wo habt ihr denn das Grundkapital her? Welchen Bruch habt ihr gemacht, Alter? So wie Hannes aussah, war der mit dabei bei dem Bruch. Wir haben die Pferde... Wir haben die Pferde der Lasagnefabrik verkauft und mit dem Geld sind wir getürkt. Genau, dann haben wir hier nämlich unseren Hühnerstall. Den haben wir hier hingebaut, ja. Der passte ganz gut. Guck mal, hier haben es die richtigen Körner für die Hühner. Liegt hier Saatgut rum? Gleich in Farbe. Ja, wenn wir das abkippen, dass es als Big Pack da landet. Leider ist es als Haufen da gelandet und wir wissen jetzt nicht mehr, wie wir es wegnehmen. Oh, da sind welche. Deswegen. Da sind wir auch da unten. Nee, aber tatsächlich ist das hier unser kleiner Hühnerstall mit Freigehege hier hinten. Und Silo inklusive. Ja. Hier ist nämlich hier, kannst du aufgehen, drück mal auf den Knopf. Aber ist schon super. Liebevoll, diese Map, ne? Ja, und die Stelle und so dazu auch. Hier ist ganz ist geil, cool. Wenn du hier drauf drückst, Jan, hier. Ja, genau, oder Hannes. Da geht nämlich die Gosse auf. Ja. Hier können wir nämlich direkt abkippen in unser Silo. Und füttern müssen wir die Hühner hier draußen. Genau. Hier ist auch hier eine. Ist nämlich eine kleine Klappe. Die machen wir auf. Und dann können wir hier füttern. Achso. Das ist ganz schön. Aber was jetzt quasi vor uns ansteht, wir wollen die Schafshöfe erweitern, beziehungsweise wir brauchen mehr Schafsställe und wollen hier dieses Areal fällen. Genau, weil das geht das nämlich würde ich gerne bis da hinten hin. Einmal,
Genau, das würde ich gerne mit euch einmal abgehen, damit ihr auch wisst, welche Bäume wir gefällt haben wollen. Aber konnte man nicht sogar markieren? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gab Markierspray in dem DLC. Warte mal, dann muss ich mal gucken. Meines Erachtens. Das wäre cool, dann würde ich das gerne markieren. Aber der süß, der Stall, oder Hannes? Ja. Hannes? Hannes ist weg. Ich glaube, der ist unter seinem Helm eingepennt. Tatsächlich, das ist ja cool. Hannes ist weg. Ich markiere die Bäume, die weg sind. 100 Euro kostet das Markierungsspray? Ja, das ist von Gucci Vuitton. Ja, aber wirklich? Gucci Vuitton. Ich glaube, Hannes ist verschwunden. Ja, der ist abgestürzt. Ich habe die Tür zugemacht hier. Der war hier hinter. Jetzt ist er weg. Er muss einer von den ehrlichen Buzzers sein. Kennt ihr die ehrlichen Buzzers? Also vom Server. Ich glaube, Hannes ist ein Disconnect. Der hat keine Lust mehr. Der ist eingeladen. Ich gerade, Internet ist weg. Na, das läuft doch. Wir haben jetzt alle Markierungsspray, ne? Ja, wir machen mal weiter. Jan, aber bitte, also genau, du kannst gerne markieren, ja, bis hierhin geht es. Ne? Also das ist so die, wir wollen diesen natürlichen Wall da hinten behalten. Wählen wir das per Hand? Ja, weil die Harvester sind scheiße teuer in der Miete. Ja, ich hatte einen günstigen mir rausgesucht, der kann aber die dicken Bäume nicht. Und das ist dann halt auch Mist. Deswegen ich weiß, was im Angebot, aber euer Angebot ist nicht doll hier. Ihr habt einen echt komischen. Mit Hand auch auf Länge und dann haben wir da hinten ja die Trecker stehen. Das heißt, wir kloppen, hockt man sich hin, wenn man den abschneidet, Boden eben, so nah wie es geht? Oder also, wir haben aber auch eine Fräse. Genau, wir haben uns eine Fräse gemietet, um die Baumstümpfe auch rauszufräsen. Also wir müssen die fällen und entasten und dann halt auf den... auf Länge und dann mit dem Kranwagen. Baumfeld! Das muss man auch immer rufen. Geht schon los. Oh. Ja. Der war geil. Groß. Und jetzt kann man das hier einfach so entasten? Ja, mit der rechten Maustaste drehst du den... Oh. Haben wir eigentlich alle jetzt so einen Schutzanzug an, wenn wir mit der Kettensäge unterwegs sind? Das Entasten ist easy. Auch, Vor allem ist der Scheiß auch gleich weg. Der geht nicht. Oh, den Ast kriege ich nicht weg. Welchen? Den hier. Oder ist das ein Bug? Doch, jetzt ist er weg. So, und jetzt müssen wir, Jan, ja, ich hole mal einen Rückgewagen. Oh. Mhm. Damit du ungefähr weißt, wie groß quasi die Stücke sein dürfen, die da raufkommen. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, Alter, das wird die Hölle. Wir kriegen das bestimmt nicht hin, diesen Kran zu bedienen. Du spielst mit Gamepad, ne? Ich spiele mit Gamepad, ja. Und ich glaube, ich wollte eigentlich ein Gamepad dafür anschließen. Ich glaube, das ist Wo sind wir hier? Die Kunst, das dann mit dem Gamepad zu machen. Ich glaube, damit geht es deutlich besser. Mit was spielt man sowas eigentlich? Mit einem Joystick eigentlich, oder? Ja, mit einem Side-Controller, ne? So, und jetzt siehst du hier, also das sind so, weiß ich nicht, 3 Meter oder so? Ja. Länge schneiden. Die können ja hinten ruhig ein bisschen rausgucken. Oder? War zu kurz, glaube ich, oder? Ja, gucken das mal zu kurz. Gucken wir mal. Nee, oder? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wir gucken mal. Fahr mal einen rauf da und dann wissen wir ja. Ja, mal, genau. Fahr mal einen rauf. Länge 4 Meter. Stimmt. Ah, das, aber so, jetzt muss ich gucken, wie das mit dem Kran geht. Also das macht schon mal gar nichts hier. Stellt man sich, glaube ich, hinten rauf, oder? Guck mal hier. Ah, ach so. Oh, guck mal, Janni weiß Bescheid. Geil, Jan. Kriegst du den jetzt da raus? Okay. Oder Motor müssen wir den Motor, starten? Einmal kurz. Achso, ich muss mich wieder reinsetzen oder was? Mhm. Also einer muss immer drin sitzen, oder was? Geile Billo-Arbeit. Jetzt habe ich ihn aufgeklappt, den Rückewagen. Du bist Kontrollgruppe Stützfüße, bin ich drin. Warte mal. Guck mal, oh, ich fahre die Stützen aus. So. Und jetzt kannst du irgendwas noch machen? Warte mal. Oder musst du im Ja, hallo. Wir haben einfach weitergemacht. Alles gut. Ja, der fährt aber nicht so richtig hoch. Ich hab mich schon gewundert. Ich wollte von dir gerade ein Lob haben, wie süß der Hühnerstall ist und alles und krieg einfach keine Antwort. Ich kann nur nach links und rechts machen, nach oben. Ja, warte mal. Ich hab aber auch was, oder? Oder bist du das? Nee, ich hab eben noch nichts gemacht. Aber warte, ich guck mal auf. Nee, das bin ich. Also, und nach vorne. Nee.
Jan, kannst du auch F1 drücken? Ja, ich gucke ja da gerade über F1. So. Und, aber hier ist zum Beispiel Ausfahren, das ist der Rückgewagen. Ah. Guck mal, wir können ihn noch länger machen. Ja. Ah, cool. Das hast du ja sonst nicht, ne, Jan? Aber guck mal, ich kann den Kran bedienen eigentlich. Also ich kann zwischen Kontrollgruppe Kran und Stützfüße wechseln. Ich auch. Vielleicht, weil wir beide hier drauf sind. Ich gehe mal kurz runter da. Oh, jetzt ist der Motor aus. Warte. So, warte mal. Also Kontrollgruppe Kran. Und dann habe ich hier links, rechts scheinbar. Ja, aber hoch runter geht nicht. Ah, ich ahne warum. Na? Mach mal die Klammer auf. Ich glaube, der ist zugeklammert da. Also oben diese... Ach so. Weißt du, mach die mal auf und dann kannst du das auch mal. Ja. Ich muss mal gucken, wie ich die aufmache. Warte. Genau jetzt ins Gegengesetzte hast du. Du hast jetzt gerade noch weiter zugemacht. Ja, genau so. Weiter. Nee, da passiert nichts. Jetzt habe ich damit mache ich den Wagen hier wieder. Mit irgendwie. Der Maus? Warte. Stützfußgruppe, Krangruppe. Mann, ist das kompliziert. So, jetzt. Damit. Ah, jetzt, ja, glaube ich. So. Jan, geh mal weg da. Jetzt ist der Motor wieder aus. Ich fühle aus. Das wird was. Das wird was. Ich sag dir das. So, Kontrollgruppe Kran. So. Ich schneide mal ein bisschen was hier noch ab hier. Ich kann ja noch ein paar fällen, oder nebenbei? Ja, fäll mal. Ich mähe hier mal weiter, wollte ich gerade sagen. Baum fällt. Ich kämpfe mit dem Kran. Kann man irgendwie nicht langsam sein? Also ist es immer random, wohin der Baum fällt, oder? Das weiß ich auch nicht. So, ich habe ihn jetzt aufgeklappt. So, und jetzt? Junge, ich Baummann. Baummann. So. Also das mit dem Kran ist tricky. So. Was mache ich jetzt? Baum fällen. Wir versuchen gerade noch. Also mit Maus und Tastatur ist es. Jan, willst du noch mal rein? Ich habe jetzt so zum Laufen zu kriegen hier. Ist egal, ich kann auch noch mal probieren. Vielleicht weißt du, wie es geht, Hannes. Nee. Ich hol mal den anderen. Dann können wir hier schon mal entasten. Genau, also ihr könnt sonst, genau, ihr, damit wir was, noch was schaffen nicht. In dieser Folge, könnt ihr sonst noch mal Bäume fällen und entasten. Machen wir das mit der Kettensäge ganz normal von Hand? Ja, wir machen alles per Hand. Hier kommt der neue Dings hin, ja? Hier kommt der neue Schafstall hin und hier wollen wir auch gerne unseren Hühnerstall erweitern. Das Problem ist hier, den müssen wir, glaube ich, hier erstmal aus dem Gebüsch ziehen, weil ich sehe gar nicht, wo hier die Äste sind. Ich kann hier nicht entasten. Wie macht man denn seitlich die Kettensäge? Da. Was denn? Ich glaube, das ist der verbuggteste Wagen. Irgendwie. Mhm. Wie macht man die Kettensäge seitlich? Seitlich. Mit rechte Maustaste, glaube ich. Ah. Ich habe den im Singleplayer schon ausprobiert gehabt. Das ist eigentlich irgendwie besser funktioniert. Der andere ist genauso, also. Ja, aber der hängt da fest. Also der funktioniert nicht, Seppi. Ich würde deinen Hersteller mal anrufen. Stützfüße. Kran. Hast du noch einen zweiten da zum Testen? Ja, ne? Ja, hier hinten, aber. Warum hast du denn keinen Harvester gemietet? Damit können wir wenigstens um. Die waren so teuer. Baumfeld. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir das machen, Lisa, irgendwie. Ich weiß es nicht. Baumfeld. Dieser Kran funktioniert auch nicht. Ne, das ist doch scheiße. Soll ich mir das mal angucken? Aber wenn ihr das schon nicht hinkriegt, warum sollte ich das schaffen? Ich glaube, du schaffst das. War ein Licht an. Gut, ich würde sagen, wir fällen dann heute und wir gucken uns das mit dem Aufladen dann nochmal an, sodass wir jetzt zumindest das hier einmal freige. Ihr könnt ja gern in die Kommentare schreiben, wie man das macht. Genau. Ja, ich werde das auch noch. Vielleicht müssen wir dann mit der anderen Folge warten oder wir müssen uns das nochmal in Ruhe angucken. Weil das Ding ist, wir müssen die hier auch ein Stück rausrücken. Teilweise kriegen wir die Äste gar nicht richtig ab, weil man das nicht richtig sieht, wenn die so im Busch liegen.
You know what I mean? Boah, das geht eigentlich ganz gut. Das doch ja, dann komm mal hier hin, Sebi. Wo bist du denn? Da hinten. Komm mal her ja? Und versuch mal hier zu entlasten. Ja, gut. Ja, gut. Und entlaste. Ja. Und? Schönes Holz. Könnt ihr damit wesentlich boah, glaub, heizen oder so? Macht ihr damit Hackschnitzel? Ja, wir können, nee, wir, also so ein 3-4 Meter Stück kriegen wir fast 1000 ein Taui für. Wirklich? Okay. Das ist aber auch eine schöne Qualität, ja, ja. Was ihr hier im Garten habt. Gut, ne? Schöne im Garten vor allem. Schrankwand? Ah, könnt ihr daraus unter Schrankwand machen? Es gibt, glaube ich, auch eine Möbelschreinerei. Irgendwas. Das ist aber, das ärgert mich, dass mit dem Kran nicht funktioniert. Meinst du ein Hemnesty International Bett? Mhm. Er wieder. Er macht halt richtig die Dead Jokes. Mhm. Er hat heute vielleicht mit Wolfgang telefoniert oder so, keine Ahnung. Euer Daddy. So, alle, unser die Daddy. Du markiert hast, habe ich uns weggehauen. Ja, ich habe ja, dann müssen wir noch ein paar mehr. Hier hinten. Ja, ah, hier sind noch welche. Hier sind noch welche. Die mache ich noch. Janni will nur fällen. Ja, ich bin der Mann fürs Grobe. Ich bin der Mann fürs Grobe. Jan, wenn du sonst Lücken findest, kannst du auch schon mal mit der Mulchfräse die Gebüsche wegmulchen. Oh, wo ist denn die? Die ist an dem anderen Träger dran. Dann machst du da einfach. Da kann man die Buschis wegmachen, ne? Die Buschis, ja? Dann machst du die Buschis weg. Der Busch. La Busch. Hm, guck ich mir an. Ich bin hier nur am Entasten. Es gibt keinen Menschen, mir fällt leider dazu jetzt kein Dead Joke ein. Nee, ne? Da wäre ich, aber da würde ich mich auch sehen hier so beim Aber ja, ich sehe schon ein ganz schön großes Gelände dann, ne? Ja. Ja, das ist riesig, ja, ja. Was wollt ihr denn bauen? 10.000 Legende, oder? Na, Schafe sollen hier noch hin und Hühner sollen hier noch hin und ein paar Bienen dazwischen. Alter, wer hat mir den Baum auf den Kopf geschmissen? Oh, Entschuldigung. Genau, Schafe, ja, Bienen weiß ich nicht, ob die oder ans Feld ran müssen, aber Schafe und Hühner noch mal ein bisschen. Und dann weil wir müssen auch noch ein bisschen auf Hühnerfutter gehen und dann sind wir hier Selbstversorger. Das ist diese Fräse, die hier auch noch dran ist, an dem Weißen? Ja, genau. Genau. Okay, ich mach das. Mit der kannst du Gebüsche wegfräsen. Aber auch Bäume an sich, oder? Oder Stumpen, ja, oder? Ist doch eine Stumpenfräse. Stumpen, ja, Stumpen auch. Stumpen und Büsche. Du musst doch gucken, wo du jetzt hinkommst. Hier liegen jetzt ja Bäume kreuz und quer. Aber kann ich da den hinter mir abmachen, oder? Den Ja, das stört ja jetzt nur. Das müssen wir uns dann nochmal irgendwie angucken. Vielleicht brauchen wir da noch einen anderen Rückewagen, oder? Weiß ich nicht. Irgendwie müssen wir das mit dem Kran und so ja machen. Sonst funktioniert das nicht. Ein richtiger Mulchfräser. Bringt Spaß? Ja. Ich habe noch nie Holz gemacht im LS, ne? Oh, Hannes und ich haben das mal probiert, auch mit einem Harvester und so, das ist echt schwer. Also mit Maus und Tastatur ist das kein Spaß. Aber ich finde es schön, dass ihr euch sogar Waldras gegönnt habt, ne? Die ja doch schon dafür stehen, gut auch im Wald zu performen. Mhm. Heißen ja auch Waldras. Mhm. Ja, das war zugeschlagen. Das war, ich, Wolfgang, bist das du war es. Zufall. Bist du es. Ja, weil hier liegen ja jetzt auch wirklich die Büsche zwischen, ne? Da kann man teilweise schlecht. Ja. Jan, wir haben das hier immer, und Hannes, wir haben das hier so ein bisschen wie Podcast quasi, ne? Bei uns. Genau. Also die Leute kriegen ja hier keine Infos über LS oder sowas, sondern wir haben das hier so ein Podcast. Wir erzählen dann immer aus unserem Leben, was wir so erlebt haben. Jan, was Schönes, was habt ihr denn erlebt die Woche? In dem letzten Video habe ich die ganze Zeit nur vom Contra-K-Konzert geredet. War's gut? Ja, Lisa hat einfach nicht aufgehört zu reden. Ich war noch so geflasht. Warst du verliebt? Ich war noch richtig verliebt in meinen Max. Ich glaub euch hier jetzt ohne Mist, die Stumpen gleich mit weg, ne? Wenn ich Genau. Aber Jan, du musst doch auch sagen, dass das wirklich ein gutes, gelungenes Konzert war. Du warst ja auch da. Ja, es war okay. Nee, ist gut. Nee, es war wirklich gut. Das war eins der besten, wo ich jemals war. Jetzt ernsthaft. Ja, ne? Der hat gut performt, Alter. Der hat Pyrotechnik war da. Die Special Guests waren viele da. Ne? Das war krass. Also mir hat auf jeden Fall Montez hat mir gefehlt. Lisa, wollen wir den hier auch weghaben hier kurz? Oder wollen Sie? Danke. Ja, doch, der kommt auch weg. Aber die haben da auch ein Lied zusammen. Ja, die haben deswegen sage ich das. Mit Sido. Das hätten die zusammen singen können. Weil. Aber Montez war leider nicht da. Das war schade. Das fand ich auch sehr, sehr schade. Das wäre mein Highlight des Abends gewesen.
Du kennst, glaube ich, nicht ein Lied von ihm, nein, oder? Nein, kenne ich auch nicht. Aber ich weiß, dass du ein riesen Fan bist. Ja, das stimmt. Du bist ein Who-Girl denn, ja, oder? Ja, ich bin ein richtiges Who-Girl. Nadine war bei Kontra K ein Who-Girl. Nee, bei Klüsen. Bei Klüsen war so ein Who-Girl. Ja. Aber es war so niedlich, weil wir ja immer rübergeguckt haben mal zu euch und Nadine ist wirklich gut abgegangen. Ja, ja, die geht immer ab. Also sie hat da Bock bei sowas. Das lassen wir mal so dahingestellt. Lisa aber auch, ey. Die konnte alles mitsingen. Ja. Wirklich. Also ich weiß ganz kurz doch. Sie sieht so ein bisschen aus. Welchen Special Guest fandst du da am besten? Wer hat da so am besten performt von den Special Guests? Sido? Ja, ich lieb Sido. Hannes auch. Kurze Frage, spielen wir hier Baumikado? Sieht ein bisschen so aus. Ist geil, ne? Ja, ja. Vor allem, das wird, alle schlagen wahrscheinlich jetzt die Hände in meinem Kopf zusammen, weil wir müssen das ja auch irgendwie rausrücken dann später wieder. Meinst du? Ja, es geht aber, oder? Guck mal, wenn er da... Naja, ganz zur Not... Ich schmeiß den jetzt auch gerade den einen. Wir haben Strong Pharma ganz zur Not auf dem Server, ne? Dann schmeiß ich mir die so auf den Wagen. Das habe ich schon mitbekommen, als ich den Velga von hochgehoben habe. Ja. Ah, siehst du alles. Aber guck mal, das ist eine riesen Fläche, Lisa. Ich glaube, auch viel mehr brauchen wir gar nicht abholzen, ne? Oder? Also ich meine, wenn wir schon dabei sind, sollten wir jetzt alles, was weg soll, abholzen. Ja, aber jetzt haben wir ja die Maschinen. Dann müssen wir die nochmal mieten, ja. Ja, wir haben die nur gemietet, genau. Ja, aber wir brauchen ja echt Platz, damit hier noch ein bisschen Stumpen und sowas gemacht werden können. Ja. Das ist der Stumpen-Großmeister. Wir müssen jetzt den zweiten Wagen da irgendwie hinbekommen. Gibt's da kein Autoload? Ich fahr mal ganz kurz hin und häng mir den anderen mal nochmal hinter. Ja, aber genau, ich weiß, im Singleplayer habe ich es hingekriegt, dass ich den hoch und runter und ausfahren und so. Ich habe es aber auch nicht gut hingekriegt, dann... Kriegt man die sonst Lisa, auch weggezogen? Mit Strong Pharma kriegst du die weggezogen. Also ja, aber das ist ja jetzt nicht real. Nee, wir versuchen möglichst viel normal zu machen und nicht faken. Weil schneidet ihr die jetzt einfach wahllos durch? Nee, immer genau 4 Meter. Weil ich schneide nämlich gerade gar nicht, weil ich nicht wusste, ob wir die jetzt erstmal rausziehen, um die dann besser verladen zu können. Genau 4 Meter in. Okay, machst du wirklich genau 4 Meter? Was? Was? 3,30. Bei 90. Das ist 3,20. Ganz ziemlich genau 4 Meter enden. 9 Meter, 22 Meter. Ja, Hannes macht einfach. Ist egal. Einfach machen. Hannes ist ein Macher. Jan, Lieblingsserie. Uff. Oh, die Rehe haben wir hier aufgeschrieben. Alter. Ich komme auf den Namen nicht. Hier, Stranger Things. Oh, ja, gut. Bei euch? Ich hab jetzt dank Nadine auch mit Yellowstone angefangen. Hannes war doch Peaky Blinders, ja, oder nicht? Eigentlich ja. Jetzt ist er Yellowstone. Okay, sagt mir gar nichts. Das hat Nadine noch geguckt, ne? Also, der spielt Kevin Costner mit, das finde ich so krass. Wer ist Kevin Costner? Ernst? Ach, meint auch Spaß. Ich hatte früher mal einen Crush auf Kevin Costner. Ah, echt? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wirklich, Lisa. Es gab einen Film, ich weiß gar nicht, welcher das war. Den hatten wir auf VHS. Ja. Den habe ich mir immer wieder angeguckt und in dem Film hatte ich echt so einen gleichen Crush auf ihn. So, apropos Crush, wir sind bei 25 Minuten, Lisa, fast. Das war doch jetzt noch nicht. Ich hab da noch mal was angehoben hier. Oh, geht mich selber an. Ja, das weiß ich nicht. Wir können auch noch ein bisschen weitermachen. Machen wir heute eine längere Folge. Aber nicht zu lange. Ich muss irgendwann schlafen. Devi, wir müssen alle schlafen. Ja. Ja. Guck mal hier. Geht? Janni! Hat er hingekriegt? Ja! Wie? Wie? Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Der geht. Ich hab gesagt, der andere ist verbuggt. An, das geht jetzt super mit dem Controller. Oh, dann machen wir super, so wie es so wie es jetzt halt ist, ne? Gefahrenzone 20 Meter. Soll ich dir den ein bisschen da hinlegen, nee, Jan, dass du ihn besser greifen kannst? Das war nicht. Das ist wie so ein Greifautomaten. Weißt du, auch mal gucken, ob du was kriegst. Alter, Jan, das sieht gut aus.
Wow. Oh, oh. Du hast die Stützen nicht ausgefahren. Warte, dann merkt man schon. Arbeitssicherheit, Jan, Arbeitssicherheit. Was ist denn da los? Der hat auch Stützen, ja? Fährt der gerade aus? Ich sehe das nicht. Jetzt? Ja. Ja, jetzt kannst du anheben. Mir lag gerade so ein Spruch auf den Lippen, ne? Wie beim Pferd sah das aus. Nee. Auch wie bei so einem Pferdepimmel, der sich ausfährt. Aber mir lag ein anderer Spruch auf den Lippen. Hau raus, Lisa, oder kann man das wirklich nicht bringen? Naja, weil er gefragt hat, ne, fährt er aus? Ich kann es nicht sehen. Dann wollte ich fragen, ob er es sonst auch nicht, also ob der Bauch kennt er ja. Das kennt er ja. Ja, immer der Bauch vor. Das ist aber blöd, ne? Kannst du mal gucken? Das ist aber sehr tricky, oder? Das einsame. Hey Leute, Alter, ohne Mist, das Projekt hier verschiebt sich auf jeden Fall wie eine deutsche Baustelle um 3 Jahre. Ey, ich dachte, das faken wir, Alter. Das machen wir eine Folge lang. Da können die Leute sich totlachen und dann schmeißen wir das per Hand. Das geht genau. Doch nicht. Da kriege ich nichts. Macht mal selber, nee. Alter. Das ist was für Seppi. Seppi hat da Geduld für. Ich krieg wie bist du denn da hinten aufgesprungen eigentlich? Na, einfach einsteigen. Ach so. So. Kontrollgruppe. Kran. So, hier mit Mike, damit Mike das. Kann ich die schon gurten, das Ding? Ey, ich mach die gurtlos, ich kann's nicht mehr drehen. So. 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 Und wie mache ich jetzt. Warte. Alter, das ist. Ist ja gar nicht meins. Guck mal, bin ich gut oder bin ich gut? Ja, und jetzt runter, Seppi. Lass ihn runter. Ja, Seppi, du machst das gut. Er schwingt ein bisschen, aber damit kenne ich mich aus. Du machst das gut. Oha. Nein, falsch. Oha. Oha. Siehst du wohl. Ich bin schwer begeistert. Ich auch. Ich bin schwer. Das ist gefallen jetzt. Nein! Nein! Es ist einfach zusammengekracht alles. Guck mal, wie er da rumschwängelt, ey. Aber, ja, es sah am Ansatz sah es gut aus. Sah richtig gut aus. Okay, das muss ich ein bisschen üben. Geh mal weg, Lisa. Ey, what are you doing? Ich wollte nur den Baumstamm in die Hand nehmen. Hannes, wir bauen einen Polter. Warte, ihr müsst doch hier noch asten. Dann poltert's. So. Ich hab den jetzt mal gefaked hier aufgelegt. Und dann halten wir auf der Rehbach das Rehbach. Das probieren wir mal. Alter, was macht ihr da? Ihr könnt ihn nicht einfach tragen. Nein. Das sieht nur so aus, Sebastian. Machen sie gar nicht. 5,20 Meter Kieferstücke, Alter. Von der 5,20 Meter Länge. Gibt ja nix. Ist alles morsch. Wir sind ja übel stark. Oh. Wer hat das jetzt kaputt gemacht? Janni. Lisa. Ey, aber Leute, bitte, wenn ihr das Video bis dahin gesehen habt, gerne mal in die Kommentare reinhauen, ob ihr gerne im LS Holz macht. Einige lieben es, haben sie mal geschrieben. Und dann auch gerne, wirklich, oder? wirklich das dann auch so, wie heißt denn das, wenn so Holzhaufen gebaut werden? Hat das auch einen bestimmten... Polter. Wie, Polter? Ja, heißt das wirklich ich glaub, so? Ich glaube, so ein Holzhaufen heißt Polter. Okay, dann so eine Polter bauen und dann später alles abholen und so weiter. Also ich glaube, also mit Maus und Tastatur diesen Kran zu bedienen, ist die Hölle. Also ich werde es für die nächste Folge wirklich nochmal mit Gamepad probieren. Pferdewurst. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, an dieser Stelle soll es das gewesen sein für heute. Bier. Ich bedanke mich. Wir danken Hanni und Janni. Wir danken für die Einladung. Wart. Ja, ihr könnt immer gerne wiederkommen. Ja, hier gibt es schöne Aufgaben. Hier gibt es ganz, ganz tolle Aufgaben. Kann man einfach mal was anderes machen. Holzbau. Aber sieht schön aus, so ein bisschen jetzt schon unser Holzstab. Ihr habt aber auch dicke Kavenz mehr, Seppi. Ja, geil, ne? Also richtig 1A-Qualität. Ja. Ohne Käfer, ohne Borkenkäfer, ohne alles. Lange gewachsen, viel Zeit gehabt, nicht schnell hochgezogen. Oh, der ist noch ein bisschen lang. Da ist noch ein bisschen Busch dran, ne? Aber ist normal, dass man an so einem längeren Stamm manchmal ein bisschen Busch hat. So. Aber mit macht man den Busch weg, ist der Stamm größer. Das stimmt. So, und mit diesen Gedanken lassen wir euch jetzt alleine. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Leute. Tschüss. Aber Seppi sagt 20 Minuten. So, wir müssen dann jetzt wieder. Tschüss, Leute. Und weg ist er. So, Leute, ich wurde fertig gemacht. Ich habe die Folge nochmal gestartet. Das schneiden wir nochmal rein hier. Wir sind nämlich noch dabei.
unsere, wie heißt das? Beute wollte ich gerade sagen. Ich habe es schon wieder vergessen. Polka? Unsere, wie heißt das? Polter. Warum machst du sowas? Wir machen es parent, weil er aus der Landwirtschaft ist. Weil ich Wald habe. Ich bin Waldbesitzer. Weiß er aber erst seit ein weiß paar er doch, weiß er erst seit zwei Wochen oder so. Nein, hört auf. Spielt er sich schon auf. Jetzt hat er schon schnittfeste Schuhe und so einen Scheiß. Ja, ich habe alle Steine. Ich bin ein richtiger Waldmensch. Ja, Janni, die schnittfeste Hose, hast du die jetzt eigentlich wiedergefunden? Ich hatte die ja Jens gegeben. Ja, die hatte Jens, aber das ist aufgetaucht alles wieder. Leute, ihr müsst das auch zu Ende entasten. Huch. Nee, entasten ist nicht meins. Alter, Hannes, du bist so strong, Alter. Das ist so geil. Naja, egal. Aber sonst, also wenn wir es jetzt wirklich so machen würden und alles mit dem Kran, dann... muss ich wieder entasten. Red dich nicht raus, du hast einfach keinen Bock. Deinen Zuschauern auch gegenüber, jetzt. Das ist auch wer fing denn mit seinem Stamm in mir rum? Das mach nur ich. Das auch den Zuschauern... Oh. Du hast einen Stamm. Und der Arzt bei der Hafenrundfahrt, okay, oder? Okay, jetzt ist... jetzt. Hannes, ab 35 gibt's Hafenrundfahrt. Wenn, dann fummel ich bei ihm rum. Lisa, das ist jetzt alles wieder auf Video hier, ne? Nein. Die Aufnahme läuft wieder. Ich krieg das hier nicht entbuscht. Aber ich finde, unser Polter war am Anfang richtig gut und jetzt ist das so richtig mit weil die anderen kleinen beiden Fuscher jetzt mit dabei sind. Weil wir hatten den Schnitt hier gesetzt bei mir. Das Ding ist ja komplett schief. Wollte einer hier einen Speer bauen oder wie? Ein Speer für Hulk. Jetzt geht nicht ab hier. Na, dann muss das jetzt dranbleiben. Lisa, so ein Knüppel vom Kopf geworfen. Aber Lisa, wir machen damit richtig Knete noch, ne? Ja, geil. Mit dem Holz. Ja, dann haben wir gleich den Stall finanziert. Ja, das ist echt gut. Er hat dann hier die 1-Meter-Stücken gemacht. Hannes hat exakt auf 4 Meter geschnitten. Nee, ist 1 Meter gewesen. Oh, jetzt habe ich den verloren unterwegs im Gebiet. Ja, das war der eine Baum, den musste ich schräg sägen. Der wollte einfach, den habe ich geschnitten, Lisa? Und der wollte nicht umkippen. Ich habe hier noch Busch zum Wegmachen für dich. Ich komme. Machen die sich falsch anhören im Pornofilm? Ja. Sachen, die man bei der Holzarbeit und beim Porno sagen kann. So, jetzt ganz schnell eure Top 2 lustigste Pornonamen. Darf ich den ersten schon mal raushauen? Ja, komm. Aladdin und die Wunde Schlampe. Ja, das ist ja ein Klassiker. Oh ja, Aladdin und die Wunde Schlampe ist auch gut. Das ist ja ein Klassiker. Vier Brüste für ein Halleluja? Der ist nicht geil, Seppi. Nee, irgendwie nicht, ne? Ich muss sagen, ich kenne keine Pornos. Ja. Analterror in der Mokka-Höhle. Oh, der ist nicht schlecht. Wie? Was? Wie? Muss ich das piepsen? Analterror in der Mokka-Höhle. Okay, dann hau ich einen raus. Indiana Jones. Ja, der ist auch gut. Der Club der Roten Fister. Oh. Der ist aber schon böse. Gewonnen. Der hat gewonnen. Oh, nee. Harry Don Potter Möschen? Und die Kammer des Schleckens. Ja, Harry Potter und die Kammer des Schleckens ist auch stark. Pulp Fiction. Ich hatte Don Möschen. Der nächste ist ekelhaft. Alfred. Don Möschen. Spiel mir am Glied mit Kot. Ich hab noch Alfred Fistcock die Vögel. Ach, und der heißt nicht Aladdin und die Wundeschlampe, sondern Analdin und die Wundeschlampe. Ah, ja, okay. So, jetzt muss ich das Video doch als nicht jugendfrei einstufen. Ja. Petri, danke, geil. Dafür. Angelurlaub am Analsee. Jetzt hast du aber gegoogelt. Ja, ich gucke auch gerade. Don Möschen. Lass doch den Viewern auch noch mal ein paar. Jan hat noch einen gefunden. Ja, Pornomon, Professor Eichel stopft den Rachen. Alter! Stoß langsam, 1-4. Schneeflittchen und die 7 Zuhälter. Statt der Engen. Statt der Engen. Black Cock Down. Andere Länder, andere Titten. Wir haben alles weg, ne? An dieser Stelle beende ich das Video jetzt tatsächlich. Wir haben alles weggeräumt, Leute. Wir müssen nur wir haben alles weggeräumt, wir haben alles gefällt. Wir müssen nur noch die Stämme irgendwie auf den Anhänger bringen und die Büsche entsorgen. Das machen wir in der nächsten Folge, während Jan uns gleich noch ein paar gute Namen vorliest. Oh, Alter. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und jetzt wirklich tschüss. Tschüss. Tschüss.